Wir beginnen unser Herbstmenü heute mit der Vorspeise, dem Blondau-Saibling. Im Herbst kombiniere ich den sehr gern mit Kürbis. Am besten, Sie lassen sich den Saibling schon von Ihrem Fischhändler vorbereiten, und zwar entgräten und enthäuten. Ich mariniere den Saibling mit Meersalz, Bergpfeffer und Olivenöl auf beiden Seiten. Wir machen das halt im Dampfgarer, dicken das aber vorher mit einer Folie ab, dann bleibt der Fisch besonders saftig. Wenn Sie keinen Dampfgarer zu Hause haben, stellen Sie den Fisch einfach bei 50 Grad in Ihr Backrohr. Ich serviere den Saibling auf zweierlei Kürbis. Unten eine Kürbiscreme, oben süß-sauer eingelegter Kürbis, zusätzlich noch geröstete Kürbiskerne und Kernöl. So schaut dann dieser Blondau-Saibling aus, wenn er fertig ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Das OF Salzburg Herbstmenü wird präsentiert von Schwabküchen Salzburg.